Hi Leute und willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir möchten da oben hin zu diesen Pilzen und da mal rüber jumpen. Irgendwie fehlt noch die Hälfte, oder? Achso, ja, ich hab da oben abgestellt. Sorry. So. Kann ja gar nicht rüberhüpfen, ne? Ah. Erstmal sind die anderen dran. So, und die hier. So, gut. Was haben wir? Jetzt muss ich ihn. Oh. Das war so eine Rampe. Stimmt. So, ich muss meine Pikmin verteilen. Frag dich bloß wohin. Wenn ich den von hier aus werfe, fällt er einfach nur runter. Okay, das war's nicht. Das auch nicht. Muss ja der sein. Aha. Wieso kommen die schon wieder nicht mit? Hallo. So. Gut, was mache ich jetzt mit denen, wenn sie da drüben sind? Keine Ahnung, was ich mit denen anstelle jetzt. Ich komme dann nicht rüber. Die Pikmin da hinten rumstehen. Hilft mir das nicht wirklich. Muss das da irgendwie weiter schubsen? Oder sind auch noch Gegner dazwischen? Ah. Moment. Kann ich irgendwie angreifen? Nee. Das ist. Ich dachte erst, ich könnte hier was machen, aber die Dinger hier unten sind einfach nur immer gleich. So, was, wenn ich das so aufwerfe? Ah. Also immer wieder da an. So, was mache ich jetzt? Was kann ich denn machen mit meinen Pikmin, wenn die da drüben sind? Stehen sie da rum? Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Muss da vorne hin. Das ist sicher, aber ich weiß nicht wie. Ich könnte hier rufen. Und versuchen, hier am Rand lang zu ziehen. Aber ich weiß nicht, ob die dann arbeiten würden. Naja, gut. Probieren wir es mal aus. So. Nein, nein, kommt nicht. Oh, ihr sollt da nicht hoch. Ihr sollt euch hier an der Ecke verkanten, dann hier und dann wollte ich mit euch auf die andere Seite. Ah. Okay. Ich habe Flugpicken gekriegt. Vielleicht brauche ich die eher. So, ich lasse sie da mal stehen. Ich hoffe, dass sie damit was anfangen kann. Otchen, komm mal mit. So, wir haben auf jeden Fall die 7. Die 7 alleine bringt mir nichts. Kann ich einfach rüberwerfen? Leider nein.
gehofft, dass sie jetzt hier rüber gehen würden, dann von der Rückseite rangehen, aber das ist, glaube ich, nicht möglich. So nicht. Kriegen die jetzt von da hinten? Hier hin. Köder? Habe ich irgendwelche Items oder so? Lassen, dann lassen wir hier nicht. Tasche. Untätigkeitsalarm. Nee. Alle Pikmin, die nicht zu deiner Truppe gehören, kehren sofort zur Beagle zurück. So, und jetzt? Sind wir irgendwo hingelaufen? Nicht da, wo sie hin sollen, oder? Ach, Mano. So, ihr seid doch besser geworfen werden. Ach, der Kauf, dass ich hier rüber drücken kann, wenn ich da so viel hinwerfe. Das funktioniert nicht. Hm. Das geht schon mal alles nicht. Ach komm her. So. Ah, so. Ich habe gehofft, dass ich jetzt ein bisschen weiter nach rechts komme, dass die vielleicht auch dann nach rechts gehen. Das sieht gerade nicht so aus. Toll, jetzt habe ich die da und kriege die nicht auf die Ecke. Das ist jetzt noch schlimmer als vorher. Okay. Das hilft mir leider nicht. Doch nicht. Ich hab eine Bombe. Die wird mir nicht helfen. Gibt es ja Ort stehen für KP wieder auf. Ja. Wir von diese geheimnisvollen Samen entstehen daraus Leuchtpigmente. Sie können allerdings nur bei Nachtexpeditionen oder im Untergrund verwendet werden. Im Untergrund. Leuchtpigmente kannst du nicht mit zur Oberfläche nehmen. Jetzt? Oh, der kommt immer wieder zu mir zurück. So, jetzt habe ich so ein Leuchtpigment und kann damit nichts machen. Weit werfen lassen wollte sich jetzt auch nicht, ne? So wollte ich eigentlich steuern. Ah, Moment. So, jetzt sind sie da. So, jetzt habe ich sie hier unten. Leider keine richtigen Möglichkeiten. So, entlassen. Alle außer die gelben. Nee. Steigen.
komme mit Otchi nicht nach oben, das ist ein Problem. Ich brauche diese Rampe. Asche. Irgendwas. Gut, wie es will. Erhöht die Fortbewegungsgeschwindigkeit der Pikmin und für Otch. Und Otch. Es wirkt sowohl auf die aktuelle Truppe als auch auf alle Rettungskrew-Mitglieder. Drohne. Ich muss die einfach mal. Ich muss die 10 Stück rankriegen. Irgendwie so markieren? Nee. Flugbänden? Kein Text. Hä? Okay. Achso. Karte. Markierung setzen. So. Ich würde sagen, folgt den Punkten. Nicht wirklich, oder? Wie krieg ich da hin? Ich kann die rüberwerfen, dann landen sie hier. Hilft mir. Irgendwie so gar nicht. Oder muss ich anders werfen, dass sie hier oben landen? Aber das glaube ich nicht. Das sieht aus wie außerhalb der Karte. Pretty much Texturen. Wozu ist dieser Eingang, der mich dahin führt? Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Wozu? So, den kriege ich nicht kaputt. Hier komme ich mit Otchi noch nicht rauf. Da reingehe, komme ich hier raus? Doch, ich komme mit Otchi da hoch. Moment. Habe ich das echt so hart ignoriert? Muss ja. Hat da oben nur was gefunden, habe ihn dann losgeschickt und das war's. Stimmt, hier war der große Ball. Moment. Nee, bitte mal stehen. Ja, hier war der Ball und dann habe ich sie ignoriert und dann war ich schon wieder weg. Aber er ist ja hier runtergegangen. Ah, das kann so einfach sein. War jetzt doch gar nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Oh. Habe ich das denn verpeilt? Na egal. Bin mal ein Stück Pikmin. So, 7. 7, passt. So, dann komme ich hier hoch. Ich weiß, wo ich aufhüpfen muss. Ja, easy. Oh Mann. Ja, hier. Bin fertig. So, dann kann ich jetzt auch hier kann ich die Markierung wieder wegmachen. Asche, das Ding. Markierung entfernen, da ist es auch Y. So, hier, zack. So, hier kann ich runter, ohne Gefahr. Er hat die Balance verloren. Hilft mir noch nicht.
Die Schuppen sind zwar hart. Ja, sind sie. Oh. Nein! Oh, voll daneben. Ich meine, der kann ja nichts, ne? Nicht wirklich, aber. Noch mal einer. Ach, während er liegt oder was? Kann das sein, während er liegt? Aha, jetzt kann ich ihn auf die Seite schubsen. So. Boom. So, einmal und dann haben wir's. Oh nein. Uff. So, Oh, wie... So krieg ich die Pins ab und alles? Wenn ich dagegen ramme? Zufall, oder? Was wir gesehen haben? Was jetzt passiert ist? Feuer frei! So, besiegt. Sehr gut. So. Hä? Ich bin einfach nicht hingeschoben, okay. So, dann, So. Cool, dann muss ich das mal mit dem Ding jetzt mit dem nochmal ausprobieren in der anderen Welt. Dann ist ja echt easy. Das habe ich als einziges nicht ausprobiert. Ich habe mein Pikmin ausprobiert, aber das kam natürlich nicht. So, glaube ich, habe ich alles, oder? Alles klar, ich sehe mir die Visitenkarte an. Horatio, von Sozor. Oder Sozor? Keine Ahnung. Ein stolzer Freiberufler, der nichts als Frohsinn und Heiterkeit verbreitet. Das denkt er zumindest. Er sieht ein bisschen derpy aus, aber okay. Hm, komischer Text für eine Visitenkarte. Der kommt mir ziemlich exzentrisch vor. So. Jetzt kann ich theoretisch gehen, aber wir haben noch was. Der Ausschlag wird nicht stärker. Noch was. Das ist auf jeden Fall da vorne. Ach, ich muss ja hier noch eingeben. Neun, sieben, zwei. Aha. Wir kriegen einen Pudding. Ich weiß ja, dass der Kuchen eine Lüge ist, ne, aber... Pudding? So, jetzt haben wir alles. Okay. Komplett. Naschkatze. Nice. So, dann haben wir es jetzt geschafft. Dann können wir auch wieder rausgehen. So, zur Oberfläche. Jawohl. Zelt habe ich schon fast wieder vergessen gehabt, ey. Der Boss war irgendwie wichtiger. So, Motivation erhöht um 1.
So, komplett erforscht. Schön. Jetzt will ich schon fast die alten Welten einmal durchklappern wollen. Einfach nur, weil wir es können. Ich glaube, das werden wir beim nächsten Mal auch machen. Einfach mal gucken, was uns da noch fehlt. Und dann können wir die Bomben da hinschmeißen oder nochmal gegenrammen. Das sind so zwei Optionen, die wir haben. Und sonst können wir nochmal die Karte abklappern. Vielleicht wird uns da noch was angezeigt, was uns dann fehlt. Dann hätten wir theoretisch die ganzen Level auf 100%. Das wäre nice. Das machen wir auch wenn uns hier die Ladezeit ein bisschen aufhalten werden. Oh, stimmt, das haben wir auch noch. Kriegen wir leider nichts. Großer Kram. Hm, sie hat mehr Nektar ausgestoßen. Vielleicht erwartet sie so die Nährstoffe aus der Knubknolle verwertet. Wie sie die wir ihr gegeben haben. Ja, mit Sicherheit sogar. So, nein, tu wieder weg. So rum ist weg. Und wir nehmen wieder die mit. So, dann haben wir auch das fertig. Sagt die Karte. Ready. Hinten könnte man nochmal gucken, aber ich glaube, da ist nichts. Hier, den Hochgang haben wir gebaut, genau. Sie können abfackeln? Und muss Abkürzung bauen? Okay, dann gehen wir doch da mal hin. Moment. Ah. So, alles aufschnabuliert. War mir jetzt richtig? Da lang. Weißt du, ob Feuer? Da oben ist Feuer. Du müsstest bis da unten hinlaufen. Ach, das muss ich auch noch machen. Hier, okay. Na gut, dann machen wir erstmal Schluss für heute. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Die Zeit sollte eigentlich reichen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.